Das 120er Loch soll mal wieder richtig gut laufen hier am Nordmeer. Sonnenaufgang, nee, Sonnenuntergang haben wir gerade. Und ich teste. Also gerade rausgefahren, gerade rausgeschmissen. Und es ballert schon mächtig rein. Erster Fisch. Und der hat auch direkt Bock. Das ist doch ein gutes Zeichen. Das nehmen wir doch gerne mit. Ich bin gespannt, was passiert. Ich mache mal hier ein bisschen lauter, damit man so ein bisschen das Gequietsche der Bremse auch hört. So, ran damit. Also, gerade erst angekommen hier am 120er. Und ja, der erste Wurf ist etwas, was auf jeden Fall schon mal direkt ein bisschen Action macht. Heftige Kopfschläge und ordentlich auch abziehen kann. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Gerade erst rausgeschmissen, ein-, zweimal gejiggt und dann ballert es auch schon rein. Ich gehe nochmal eben auf manuell. Dann machen wir mal dicht und dann gucken wir mal, wie weit das Ganze denn hier eskaliert. Wie schwer wird denn der Brocken? Okay, er schwimmt auf jeden Fall schnell hoch. Also viel Action, heftige Kopfschläge. Vom Gefühl her irgendwas in Richtung entweder einen Heringshai. Oder was könnte es sein? Ein Konga? Maybe? Das wäre natürlich ein Ding. Ich war schon lange nicht mehr hier am... Ich war ja eh schon lange nicht mehr auf dem Meer. Die letzten 20 Videos waren doch bestimmt alle nur noch Grundangeln. Immer nur Kupfersee. Und jetzt wird's mal wieder Zeit. Ich muss mal dringend wieder ans Meer. Hier gibt's noch so viele Fische, die mal als Trophy fehlen. Deswegen auf jeden Fall mal gucken und testen, was hier so geht. Und ich denke auch so ein bisschen in den nächsten Tagen im Stream nochmal weiter durchziehen. Testen. Ja, und hier am 120er gab es jetzt in den letzten 2 Tagen ganz viele Meldungen von besonderen Fischen, von seltenen Fischen, von Längen, von Rotbarsch natürlich auch. Also das, was halt immer mal so reingeht. Und deswegen muss ich einfach mal wieder hin und testen, denn das sind genau die Kandidaten, die mir noch fehlen. Das sind sie, die suche ich halt schon lange. Und das wäre doch mal nice. Also er geht, glaube ich, nicht so richtig ins Limit. Er hat zwar Power, dadurch, dass er hin und her abzieht. Aber er geht nicht so richtig ans Limit. Das heißt, wenn die Bremse jetzt gerade dicht ist, dann war es das für ihn. Dann ist er auch schon direkt ausgebremst und müde. Ich bin gespannt, auf welchen Köder er reingegangen ist. Wir gucken uns das natürlich gleich im Detail alles an, wie das Setup aufgebaut ist. Ich habe das ein bisschen kombiniert aus verschiedenen Ködern der letzten Rekorde sozusagen, was alles oder wo überall was reingegangen ist. Und es scheint halt sofort richtig gut zu funktionieren. Das ist halt immer ein gutes Zeichen. So, können wir ihn jetzt auf Speed wieder ziehen? Na, ich glaube nicht so richtig, ne? Nee, nicht so richtig. Also er kämpft noch hart dagegen an. Aber er hat nicht genug Power, um eben hier jetzt dann nochmal in die Bremse richtig zu gehen. Aber einfach auf konstant locker flockig durchziehen. Schön rein in den Blank immer drücken, damit der Fisch zum einen die Rute erstmal krumm biegen muss und zum anderen dann eben da schön auch noch gegen die Bremse ankämpfen muss. Na, guck mal jetzt. Jetzt eskaliert er nochmal ein bisschen. Will nach links und rechts immer abhauen. So, ist auch nicht schlecht. Manuell wieder ein bisschen nach oben ziehen. So, bis nach oben gucken. Und wenn er jetzt gleich ein bisschen locker lässt. Ja. Gehen wir mal auf manuell. So. Immer ein bisschen halten und warten. Und wenn er jetzt wieder, genau, dann auf Speed und rein. Und jetzt wieder auf manuell und hoch. Und wenn er jetzt gleich wieder ein bisschen locker lässt. Dann auf Speed und wieder rein. So geht er doch. Also, so kommt er jetzt langsam näher. Ich bin gespannt, was es ist. Und vor allem, ob da noch mehr in der Art halt reingeht. Ne? Ist natürlich jetzt nach dem ersten Fisch immer schwer zu sagen. Ist es der einzige Fisch, der hier reingeht? Aber ich denke, alleine anhand der ganzen Trophys, die jetzt hier gerade jetzt in den letzten Tagen gefangen worden sind, hier wird noch einiges mehr reinballern. Alles ja, wie gesagt, auf diesen 23er Squids in verschiedensten Farben.
Und wer es vielleicht schon so einigermaßen erkannt hat, es ist nicht das eine, das bekannte 120er. Es ist das 120er, was ein bisschen weiter draußen ist. So, komm ran hier. 50 Meter haben wir schon geschafft. Und wieder ein bisschen kurbeln. Hammerhart. Ja, das, so macht das natürlich Bock, ne? So macht das natürlich Bock. Setup am Limit. So. Immer der Wechsel manuell und auf Elektro. Oder eben der Wechsel auf langsam, auf Kraftgang oder auf die große Übersetzung, auf schnelles Einkurbeln. Beziehungsweise, wenn man hier einfach auf manuell das einstellt, ist es auch nicht verkehrt. Einfach dem Fisch auch ein bisschen Zeit lassen. Einfach durchziehen, bisschen locker hochkurbeln, keinen Stress machen. Manuell sozusagen oder auf den Kraftgang umstellen. Einfach hochziehen und gut ist hier. Guck mal da, die letzten 30 Meter kriegt man auch locker hin. Da muss man es eben auch nicht übertreiben. Wobei man natürlich schon irgendwie auch gewillt ist, so einen Fisch irgendwie relativ schnell halt rauszukriegen. Ewig lange zu warten auf so einen Drill oder sowas will man ja dann irgendwie auch nicht, ne? So, jetzt so langsam kommt es doch alles schon dran. Perfekt. Immer wieder der Wechsel. Ja, noch alles dicht. Aber ich glaube, ja, also bis ans Limit wird er nicht mehr gehen. Das wird er nicht mehr schaffen. Dafür ist er, glaube ich, schon zu müde. Und da kommen nochmal wieder ein paar Kopfschläge. Links, rechts, links, rechts. Ja, fühlt sich ihm auf jeden Fall schon mal irgendwie an wie so ein Heringshai. Durchaus möglich, dass es ein schöner Heringshai ist. Wäre auf jeden Fall ein guter Start hier für den Spot. Erster Fisch, direkt einen Heringshai, wäre schon nice. Alles andere wäre natürlich auch richtig nice. Ich nehme natürlich auch gerne, wie gesagt, den Konga mit. Oder so ein Gotteslachs oder sowas. Keine Ahnung, ob der da so reingeht. Schon ewig nicht mehr gehabt. Vor allem noch gar nicht in richtig groß. So, komm ran hier. Locker flockig, jawohl. Zack, wieder hochziehen. Im Manuellen. Wenn er dann wieder ein bisschen locker lässt, wieder auf den Speedgang. Oh. Jawohl. Und dann haben wir auch schon hier keine 10 Meter mehr. Und dann können wir auch komplett auf manuell, denn die letzten Meter zieht er ja eh langsam raus. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was hier geht. Das Ganze werde ich jetzt auf jeden Fall noch länger durchtesten. Oh, ist es, glaube ich, ein Schwert hier, oder? Das sieht so spitz aus. Sehr schön. Das fängt doch schon gut an hier. Die letzten 3 Meter, da kommt er langsam durch. 2 Meter noch. Da kommt das Schwert langsam raus. Jawollo. Na, das ist doch mal was. Bäm. Jawollo. 71 Kilo Schwertfisch. Bäm. Sehr, 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 sehr cool. Der Dackel der Meere. Ohne das Schwert, Alter, mit dem runden Arsch da hinten und dem Wackelschwanz. Er sieht einfach aus wie so ein Dackel von oben, ey. Hammer, hammer, hart. Die Meereswurst. Richtig, richtig cool. Alter, was ein Ding, ne? Ja, das lohnt sich natürlich. 300 noch was XP hier ist gerade. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Kohlemäßig wird das auch der Hammer sein. Jetzt nochmal eben kurz gucken, wo wir hier sind, dass ich auch richtig an der Stelle bin. Ja, schon abgetrieben. Also, wir sind hier am 120er eben, ja, weiter am Rand. Das hinten auf I67 in dem Bereich. Und mal eben hier Licht ausmachen. Ich fahre natürlich auch genau auf dieses 120er. Hier ist jetzt so ein kleines Rondell sozusagen. So, und dann fahre ich hier einfach mittig rein. Und da mittig dann einfach auswerfen. Und dann treibt man ja jetzt hier in diesem Bereich, man sieht es ja jetzt hier oben, also in dieser runden Area, wo es halt überall 120, 121 Meter tief ist, dann treibt man eben mal links, mal ein bisschen rechts, aber man kommt eigentlich schön immer, ja, in diesem Bereich hin und her durch die Drift und kommt da eigentlich selten raus. Also einfach schön runterlassen. Vom Setup her sieht das so hier aus.
Natürlich dick und fettes Setup, 181 Kilo Setup. Mit dem Hunter bin ich hier unterwegs, der mit einem dicken, fetten 10-0er Haken ausgestattet. Dann hier komplett zu dem Hunter eher grünlich mit Filet. Und dann gehen wir hier aber ein bisschen kleiner mit rein. Dann hier auch nochmal alles mit den Squids von grün bis auf fluoreszierend, der 2301 und der 2302 in weiß. Also von so grünlich auf fluoreszierend, weißlich-grünlich auf ganz weiß. So sieht das gesamte Setup aus. Und gebissen hat er auf dem Natural Squid 02. Also reingegangen ist er hier auf den weißen. Das hat ihn jetzt getriggert. Das wollte er haben. Also 71 Kilo Schwerti direkt hier drauf. Ja, und jetzt heißt es hier natürlich wie immer, ja, erstmal Bremse aufmachen. Dann gucken wir jetzt, da oben haben wir es ja stehen. 121 Meter haben wir es hier tief. Grundbewegung. Zack. Und jetzt gehen wir hier wieder richtig schön rein ins Pilken und gucken, was hier unten passiert. Wie gesagt, der Einschuss von dem Schwerti war relativ schnell. Ich musste gar nicht viel machen. Ging sofort rein. Das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall. Aber ich denke, hier wird auch noch einiges mehr gehen. Wie gesagt, einige Längs wurden hier auch schon gefangen, auch auf ähnlichen Ködern, beziehungsweise die Köder, die ich jetzt drauf habe, sind genau die aus den Rekorden. Da muss also noch ein bisschen was passieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im Livestream live beim Pilken hier auf die seltenen und auf die Brocken, die mir noch fehlen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, Petri. We'll be right back.